Viele Krankheitsbilder. Entscheidend ist doch immer, wo ist die Ursache? Wo ist die Ursache? Die Schulmedizin ist halt das Symptommedizin. Muss ich ja, aber inzwischen kann man schon gar nicht mehr von Ursache sprechen, weil das, die eine Ursache zieht die nächste nach sich, ja, und es ist ein Kreislauf. Also wo will man jetzt anfangen? Der einzige Schlüssel sind wir in unserem Bewusstsein, jeder für sich. Da ist der einzige Punkt, wo wir ansetzen erstmal. Und natürlich, dass du täglich was unternimmst dagegen. Genau. Da und Chlorella, dann, Spirulina, und da gibt es ja so viele tolle Möglichkeiten mittlerweile. Raus damit, raus. Entgiften, entschlacken, das ist das A und O. Mhm. Und das ist halt alles umsonst, es kostet nichts. Ich kostet eine Sauna nichts. Dich kostet nichts, wenn's. Du musst nicht einen Jakobsweg, aber rund um Leipzig überall gibt's wunderschöne Wälder. Mhm. Herrlich, so schöne. Da gehe ich halt jeden Tag mal 10 Kilometer. Die menschliche Genetik kennt 20 Kilometer. Die Genetik kennt nur Hunger. 45.000 Jahre nur Hunger. Also, Entschuldigung, iss mal nicht so viel oder beweg dich, schwitze, geh in die Sauna. Und das Schönste ist, und da hast du recht, verlieb dich. Every day aufs Neue verlieben. Dann wirst du nicht krank. Honeymoon-Effekt. Bruce Lipton, der Zellbiologe, hat es ja schön nachgewiesen. Es muss halt nicht immer der Fritz oder der Sepp oder der Horst oder die Maria, die Evi sein, sondern die Schönheit der Natur. Wir sind Gast auf Erden.